Oh, willkommen bei Lego City Undercover Part 19. Wir sollten zur Feuerwache gehen und uns ein Polizeiboot klauen. Das war Winnies Auftrag, damit er dem Privatkäufer das geben kann und bezahlt wird. Und dann will er abhauen. Ich bin jetzt bei der Feuerwehr und werde mich mal einfach umsehen. Hallo, ja, hier rein. Hallo, danke. Da steht der Wagen da voll irgendwie. Komm schon, das Training wird in Kürze beginnen. Ja, ja, chill. Pack mal kurz meine Karre, wenn ich den parken kann. Ja, doch. Parken, kein Problem. Passt schon. Musst nicht nervös sein. Außer... Und ab zum Training. Spezialauftrag. Überwachtes Anwesen. Interessant. Gucken, was wir so machen müssen. Okay. So, Rekrut. Wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson. Peterson, Sir? Teamspieler! Hab ich recht, McGurky? Was? Du hilfst ihm nicht! Oh, der hat nicht zugehört, Trottel. Wir wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Schlecht! Ah. Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Okay, ich bin gerne bereit. War das jetzt so gemeint? Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Mit denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Natürlich. Das ist Officer Lopez Delgado. Hola. Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Mit Feuerlöscher spielt man nicht rum. Aha, interessant. Der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Oh mein Gott. Du bist Pete, richtig? Ja. Das ist wunderbar. Nee, ich bin Verbrecher. Erstmal müssen wir dich mal einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Oi, falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Haha, witzig. Mit diesem Hebel hier? Nö. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja. Aber hey, ist was Brauchbares, immerhin. Und hey, gescheite Musik gibt's hier auch. Ah, warte mal. Der. Musik. Ach so. Oh, warte mal. Verpennt. Scheiße. Ja, ist klar, ne. Ich sehe auch nicht. Hallo. Wie diese blöde Schitte davor steht. Diese dumme Scheißding. Oh, perfekt. Ein Farbwechsler. Juhu. Hat wohl jemand vergessen, das Garagentor fertig zu streichen? Jo. Sieht so aus. Dieb. Perfekt, Dieb. Das Garagentor könnte wirklich einen Klecks Farbe vertragen. Zack und zack. Zack und... Perfekt. Uniform, juhu. Yeah, der sieht cool aus. Chase McGain, Feuerwehr. Und damit fehlt uns nur noch eine. Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, eine wahre Feuersbrunst.
Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Eieieiei, könntest du das nicht für mich erledigen? Hallo, habt ihr viel Spaß? Na, lass sie einfach und wir können mit dem nächsten Teil des Trainings weitermachen. Oh mein Gott, haben die Langeweile. Wäre das nicht aufregend? Hey, der Chef hat aber gesagt, man spielt nicht mit Feuerlöscher rum. Also. Prima, gut gemacht. Gut. Na gut, ich tue es trotzdem. Warte kurz. Die Tür ist verschlossen. Wow, dafür gibt's Schlüssel. Und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter fest. Und hier, schau, eine Feuerwehraxt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür klein kriegst? Wofür gibt's Brecheisen? Und wenn, deine Schuld. Kapisch? Super. Ach so, ja, die Türen sind gemeint. Hier ist Pitty. Hey, du bist doch groß und stark, oder? Schnapp dir das Ventil. Gut. Oh je, sieht ihr das nur an? Na, Trottel. Meine zukünftigen Kameraden hat aus Versehen den Schlauchdruck zu sehr erhöht. Mit Wasser spielt man nicht. Hallo. Vielleicht jemand mit einem Ventil. Ja. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dass ich da Dinge zudrehe. Um den Druck zu senken. Boom. Hast ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Ja. Und ich habe wieder vergessen. Also an. Mehr habe ich nicht. Ah. Bueno! Das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Mhm. Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Mach die Tore auf! What the fuck? Völliger Pfosten. XD. Oh, und jetzt das Zeug hier ein bisschen klein acken. Nein, klein auen. Muss jetzt dieser Pappen. Ah. Was machst du da? Hallo? Okay, Nagarten. Ehrlich. Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest. Ja, und wofür gibt's Treppen? Ein super Schauspieler. Nein. Sag den anderen auch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit okay. Du deine Kollegen retten kannst. Okay. Nach rechts. Jupp. Gut gemacht. Spring. Hey. Toll gefallen. So, und jetzt. Nach links. Stop! Geronimo! Das war klar. Erwischt! Rechts! Bleib das Ding! Und hopp! Woohoo. Gut gemacht! Jetzt noch Kamikaze! Fertig machen! Yay! Nö, der hat nur Spaß. Das waren alle! Gute Arbeit! Mhm. Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja, die sind ziemlich beeindruckend, was? Sag Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. Feuerwehrlöschkanonen. Perfekt. Oder wie auch immer die Dinger heißen. Schlüchter. Hervorragend. Und die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Ich hatte auch nicht vor, da hochzugehen. Das war die Hälfte. Du bist ein echtes Naturtalent. Ach komm, wer kann nicht mit ein bisschen Wasser rumsprühen, ne? Kann man das auch löschen? Jo. Geht auch. Geh aus. Hallo. Geht doch. Oh, wie viel Wasser da drin ist. Lol. Oh. Na, ist klar, dem passiert nichts. Aha, natürlich.
Nehme ich die. Und Feuer. Und fertig. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Nope. Das war nicht schwer. Hey. Kiste? Was ist das? Es gibt da eine echte Notsituation. Ja, ja. Was ist denn los? Oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja. Ja. Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Morgins der Dritte sitzt fest. Auf was für ein Ding? Eine Katze. Ich soll eine Katze retten? Oh ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Admiral Pompon Morgins in Lego City kennenlernen. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Im Baum. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Nein, und die Kiste hat nichts damit zu tun. Nein, wie kommst du da drauf? Ach, nur zu. Das ist für was ganz anderes. Bau dir eine Leiter. Tu ich gerade. Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Schuh, yo. Machen wir, okay. Aber jetzt erstmal trainieren. So, hier raus, okay. Oh. Dann. Tür aufkloppen. Ja, ja, chill. Für Admiral Pompons Nickerchen. Waren deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Oh. Exakt. Aber auch als Notration für dich. Nee, danke. Lass mal stecken. Und jetzt? So, hier rum. Oder nein, warte, was ist da? Ich will erst gucken. Nichts. Fail. Gleich umbleiben können. So. Und die Dynamite. Nervig. Ah nein, scheiße. Komm. Um. Komm, gib nochmal was. Ich hier shit nämlich in der Luft. Hey, hey. Oh oh. Weg da. Oh. Das gibt voll viel Geld. Wäre geil, wenn das eine Sidequest wäre. Oder eine Nebenquest. Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, abgelöst. Und glaub mir, Kommandant Kralle hatte seinen Namen verdient. Messerscharf bei Vertragsverhandlungen. Kann mir vorstellen. Ich nicht meinen Willen kriegen, ich draufhau mit meiner Kralle. Ich denke, ungefähr so hat der gedacht. Ja. Lol. What the fuck? Ach so. Ja, ja, Katzi, ich komm ja schon. Hier, Fischi. Komm. Ja, komm. Ah, was Kätzchen. Ah, ah, in seinen Helm. Aha. Du hast ihn gerettet. Ja, okay, stell dir vor. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Kuchen, Kekse. Nee, Spaß. Doch, ich mag gerne Kuchen, Kekse. Wow, das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, ich habe Freitag auch noch Kuchen gekriegt. Juhu, ich Geburtstag hatte. Vielleicht doch nicht so mürrisch.
Winnie. Ja, los. Hallo, sag doch was. Hey, Jesse, wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck. Einen roten Stein, cool. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Egal. Ich untersuche ja auch alles, deswegen... Und... Bam. Gar nicht gut. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Schlecht. Genau das Problem hatte ich auch. Warte, ich mach das schon. Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja, nur weil wir ihm den falschen Kuchen besorgt haben. Und die Kerze für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und ihm eine Muttertags statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Na und? Ich kapier es nicht. So empfindlich. Du musst auf ihre Münder zielen. Aber nur, wenn sie dich anschauen. Ja, ist klar. Oder meinst du, jemand hat zwei Münder hinten, vorne? Nein, warte. Hinten und vorne. So rum. Fail. Ja, komm, mach doch. Hey, du hast es geschafft! Ja, stell dich vor. Gut gemacht, Mann. Absolute Weltklasse. Jo. Was ist denn da draußen bloß? Ich verbiete dir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln. What the fuck? Geburtstag ist Party. Und was macht man auf einer Party? Spaß haben. Und saufen. Nein, auf jeden Fall Spaß haben. Oha. Tut mir leid. Mit Tischtennis und Billard ist nichts mehr. Fressen auch nicht. Was ist das denn hier? Shit. Wer hätte gedacht, dass man als Feuerwehrmann so viel Papier kauft? Bam. Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin wohl mit der Arbeit für heute fertig. Jo, kann's gehen. Ich hätte ein Buch einpacken sollen. Hä, wieso? Kannst du gehen? Hallo, nach Hause. Oh, ich wieder ein Suchfeld. Betten. Aber warte mal, wo ist der Schlüssel dafür? Ich brauche einen Schlüssel. Schuh. Hallole. Hast du dich schon mal in Burns Büro geschlichen? Fast. Bin oben auf die Lampe davor geklettert. Aber von da war es für einen Sprung zu weit. Würde es mit einem Gleitschirm klappen? Da hätte ich total... Ich mach's schon mit meinem Huhn. Aha. Wie ist denn die? Ihr habt alle frei, ihr könnt gehen. Also, Abflug. Achso, Entschuldigung, die Süße noch zu. Haha. Nein. Alter, bleib da drauf. Nein. Junge. Komm. Hep. Oh, und hep. Und Hühnergleiter. Wo ist er? Hep und... Oh, what the fuck. Geht. Okay. Guten Tag. Warte mal, ist abgehauen, oder? Perfekt. Den Türschloss knacken und den Safe knacken. Und perfekt. Schnell. Schlüssel leer. Dankeschön. Nein, warte. Aha. Jetzt Abflug. Zeit, um das Boot zu finden und dann das Weite zu suchen. Ja. Denke ich mal. Ah. Dum, 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 dum.
War klar, in der Truhe. Oder was auch immer das für ein Ding ist. Ist immer so, bei festen Gegenständen ist da immer irgendwas drin. Und diesmal ist es ein Rad für einen Aufzug, oder was? Wo? Nein! Scheiße. Fail. Hallo, komm runter. Danke. Ja, kann eh nichts machen hier. Aber hier kann ich hin. Okay, ich brauche einen Farbwechsler wieder. Oder? Habe ich die richtige Farbe? Nee. Nö, ich habe lila. Fuck. Warte mal, hier können wir Dinge löschen. Hallo. Ja, das Ding ist gut, um Sachen zu zertrümmern. Hey. Hey. Fucking. Oh, danke. Endlich. Ah, okay. Dynamitautomat. Tür aufbrechen mit dem hier. Bam, 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 bam und bam. So, und was ist der Scheiß Dynamit? Hä? So hier. Hä? Fail. Oha, weg hier. Boom. Verwechsler. In Rot. So. Und einmal schießen. Komm. So. Jetzt. Da wieder hoch. Okay. Ja, komm. Fahr halt. Und hepp. Ach so, Hühnergleiter. Bauer. So. Hey. Boom. Chase. Du? Hier drüben. Jo. Komm gleich. Dum-dum. Psst. Hier drüben, Chase. Ja, ja. Mann. Ich verlange auch, dass ich sofort springen, wa? Wenn die rufen. Los. Komm hier rüber. Junge. Hey, Chase, hier drüben. Psst. Hier drüben, Chase. Hasset jetzt. Danke. Boah. Los, komm hier rüber. Junge. Wie seid ihr hier reingekommen? Geschwommen. Natürlich. Erst geschwommen. Ich hab die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Super. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Ja. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Tja, als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Was ist das eigentlich für ein Trottel, Alter? Krass. Oh, ich mag ihn. Haha, toll. Und wen interessiert das, ne? Kollege. Smash. Das ist ein Sprungrampe. Ja.
Und rum. Bauer? Nee. Ah, Spaß. Nein. Warte. Glaube ich, scheiße. Lass mich kurz nachdenken. Sonst glaube ich gleich wieder Mist. Einbrecher. Verbrecher. What the fuck? Schon wieder ein Schlauchboot? Nö. Nein, nein, nein. Fucking fail. Kaputt. Ey, ist eine Polizeimarke. Lol. So, dann gehe ich mal. Abflugen. Der Boss wollte, dass du die Wasserkanone bemannst. Ey, scheiße. Hallo. Fail. Tja, wie soll ich jetzt da raufkommen? Hä? Kapier ich nicht. Ach so, der Tank füllt sich. Oh. Ah, okay. Großes Tor. So, jetzt Abflug. Sag mal, was glaubst du, was der Steuerknüppel macht? Weiß nicht. Beweg ihn mal. Oh. Und Story fortsetzen. Nicht der Rede wert. Von jetzt an bist du mein Mann. Ich vertraue dir voll und ganz. Oh, danke, Winnie. Jetzt kann ich endlich diesen Privatkäufer loswerden. Zeit, ein Treffen anzusetzen. Ich melde mich dann bei dir. Jetzt muss ich dir nur noch zu Rex Fury folgen. Was soll dabei schon schiefgehen? So, und das werden wir... Ich hab dir mit meinem Dad doch auch vertraut, Chase. Vertraust du mir nicht? Bitte? Ich bin... Ich weiß, dass du mich von der Polizei beschatten lässt. Tatsächlich? Wie? Ich habe damit nichts zu tun. Tut mir leid, Natalia, aber ich muss los. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Chase. Ich bin im Krankenhaus und werde von der anderen Straßenseite beobachtet. Wie sehen die denn aus? Naja, echt schick angezogen für Polizisten. Schwarze Anzüge... Stehen vor einem dunklen Lieferwagen ohne Kennzeichen und einer Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum. Und jetzt kommen sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Natalia? Natalia! Echt? Schon wieder? Okay, das werden wir dann im nächsten Part machen bei Lego City Undercover.